Hallo aus Sizilien, der größten Insel im Mittelmeer. Wir sind hier mit unserem Camper unterwegs und waren unter anderem schon am Ätna, im beeindruckenden Taormina an der Ostküste und zuletzt im süßen, kleinen und wirklich sehenswerten Cefalù hier im Norden. Heute machen wir uns auf den Weg nach Palermo in die Hauptstadt, was für viele, die mit der Fähre direkt nach Sizilien fahren, der erste Anlaufpunkt ist. Wir machen das heute und wir sind schon sehr, sehr gespannt. Auf geht's! Wir starten unsere Fahrt hier heute Morgen in Cefalù, einem wirklich sehr schönen Küstenort an der Nordküste Siziliens. Von hier ist es jetzt ungefähr eine Stunde Fahrt bis nach Palermo, einfach immer der Küste entlang. Und wir haben uns da auch schon einen Parkplatz und hoffentlich Stellplatz für die Nacht rausgesucht. Und ja, wie schwierig und anstrengend es wird, uns durch den chaotischen Verkehr Palermos da jetzt hinzuwuseln, das werden wir sehen. Auf geht's! Wir sind jetzt erst an der Stadtgrenze, aber schon jetzt kann man sagen, also Fahrbahnmarkierungen werden hier eher als optional angesehen und man wird gerne mal rechts überholt von Rollern, von Autos. Man muss wachsam sein, das steht fest. So, da sind wir angekommen. Die Fahrt hierher fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ja, man muss in jedem Fall aufmerksam sein die ganze Zeit. Und ja, man muss sich auch ein bisschen lösen von den Verkehrsregeln, die man vielleicht von zu Hause kennt. Und man sollte vielleicht einmal häufiger die Vorfahrt gewähren den anderen, weil die sich die im Zweifel sowieso nehmen. Also ja, man muss aufpassen, aber alles in allem fand ich das völlig in Ordnung. Der Vorteil ist auch, dass dieser Parkplatz und Stellplatz, obwohl er so zentral liegt, oder sie liegt sehr zentral, das zeigen wir euch gleich nochmal auf einer Karte, ist trotzdem sehr, sehr gut zu erreichen, weil man eigentlich nur zwei kleine Abschnitte von schmalen Straßen fahren muss. Ansonsten fährt man eigentlich auf der Hauptstraße hier rein nach Palermo. Das hat ganz gut funktioniert. Auf den schmalen Straßen, da waren wir dann schon ganz happy, ehrlicherweise, dass wir einen Kastenwagen haben, weil es eben tatsächlich sehr schmal ist. Aber man kommt auch mit größeren Schiffen hierher. Also ihr seht es vielleicht. Hier stehen auch definitiv größere Mobile, da muss man dann einfach noch mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Dieser Parkplatz hier, der ist sehr viel mehr ein richtiger Stellplatz, als ich das eigentlich gedacht hätte. Also hier gibt es Parkplätze für Wohnmobile, aber es gibt tatsächlich eine Fähr- und Entsorgungsstation, es gibt Toiletten, es gibt Duschen und man kann sich hier sogar an den Strom anschließen. Also da war ich sehr, sehr überrascht. Das Ganze kostet 25 Euro die Nacht und wir wurden hier von einem sehr, sehr netten Mann empfangen, der auch ein bisschen Englisch spricht, der sehr freundlich war und uns das alles erklärt hat. Es gibt sogar ein WLAN, das auch noch. Also hier hat man wirklich alles, was man braucht. Und es ist von hier eben nur, ja, sind nur ein paar Minuten zu Fuß in die Altstadt und das machen wir jetzt mal. Achso, ich glaube, das ganze Ding ist auch kameraüberwacht, wenn ich das richtig gesehen habe. So oder so fühlen wir uns hier in jedem Fall sehr, sehr sicher und ja, ich denke, es ist ein guter Ausgangspunkt für eine Erkundung Palermos. Let's go!
Wir sind jetzt nur so 10 Minuten gelaufen, vorbei an alten schönen Gebäuden, vorbei an alten nicht so schönen Gebäuden, vorbei an sehr vielen Müll und überraschend vielen Hundehaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber jetzt sind wir hier angekommen, an einem der ehemaligen antiken Stadttore. Hier ist der Eingang zur Altstadt, also wie gesagt, sehr zentrale Lage. Und jetzt stürzen wir uns mal ins Getümmel. Jo. Wir stehen hier jetzt vor dem ehemaligen Königspalast Siziliens, der aus einer Zeit stammt, als Sizilien unter normannischer Herrschaft stand. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erzählt, dass Sizilien sehr, sehr häufig unter die Herrschaft unterschiedlichster Eroberer gefallen ist. Also es war irgendwie Teil des griechischen Reichs, des römischen Reichs. Es stand unter muslimischer Herrschaft und wurde eben irgendwann auch mal von den Normannen erobert. Und der damalige König hat sich dann diesen Palast hier erbauen lassen, der von außen relativ unscheinbar aussieht, der von innen aber sehr, sehr prunkvoll und ja, schön sein soll. Wir gehen ihn uns jetzt trotzdem nicht von innen anschauen, denn dafür ist das Wetter ehrlicherweise zu gut, um da jetzt ein paar Stunden drin zu verbringen. Wir laufen lieber noch ein bisschen hier draußen rum. Vielleicht ein guter Moment für einen kurzen Wetterbericht. Wir haben 17 Grad und strahlenden Sonnenschein und nur so ein paar Schäfchenwolken am Himmel. Für Tina reicht es natürlich noch nicht, im T-Shirt rumzulaufen. Ja, das stimmt, der Wind ist frisch. Tina neigt eher zur Jacke. Ich schwitze wie immer schon im T-Shirt. Sehr schön. Mhm. Wir lieben es ja, wenn Städte viele Grünflächen haben. Wenn man sich allerdings Palermo auf Google Maps von oben anguckt, dann sieht es jetzt nicht besonders grün aus. Aber hier ist es auf jeden Fall richtig schön. Eines der beeindruckendsten Gebäude Palermos ist definitiv die zentrale Kathedrale hier. Das können wir schon sagen, auch ohne, dass wir den Rest der Stadt gesehen haben. Das Ding ist wirklich richtig imposant.
Ludovico. Ciao, Ludovico. Wow, das war ein richtiges Erlebnis. Wir sind hier gerade durch den Mercato di Ballaro gelaufen. Essen und Kochen haben ja in Italien so oder so einen riesigen Stellenwert. Hier auf Sizilien hat es aber nochmal eine andere Note. Durch die Nähe zu Afrika scheint hier Streetfood ein größeres Thema zu sein. Und das hat man gerade auf diesem Markt auch gesehen. Also es gibt super viele Obst und Gemüse, aber eben auch super viel Streetfood-Gerichte. Ja. Und es war total interessant. So die ersten paar hundert Meter waren noch touristisch, das hat man gemerkt. Da wurde man häufig so angesprochen und wollte nicht hier und da was essen. Und je weiter wir reingegangen sind, ja, desto entspannter war die ganze Sache. Und alle Leute waren super nett, super lieb. Wir haben ein paar Gespräche geführt mit gebrochenem Englisch und Italienisch. Und die Geruchswelt zu transportieren fällt natürlich schwer, aber ach, das war richtig cool. Also das, und wir haben jetzt Erlebnis. Auch Hunger. Ja. Ja, es war ein Erlebnis und jetzt haben wir Hunger und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns was zu essen. Yep. Es ist auf jeden Fall sehr interessant hier rumzulaufen. Also die Kontraste sind sehr groß. Man ist in einem Moment auf der Straße, wo ultra viel los ist und 20 Roller an einem vorbeifahren oder so wie gerade auf dem Markt. Und hier ist es dann, ist man auf einmal in einer Nebenstraße, wo irgendwie gar nichts ist und es ist total ruhig und entspannt. Und wir haben auch gerade schon gesagt, so Thema Sicherheit. Wir fühlen uns hier in jedem Fall sicher. Also es ist natürlich eine sehr große Stadt. Auch hier laufen ein paar dubiose Gestalten rum und es gibt Straßen, wo man, ja, weiß ich nicht, vielleicht einfach ein bisschen mehr darauf achtet, wie sehr wir hier mit unserer riesigen Kamera rumschwenken. Aber alles in allem, also sehen wir das sehr, sehr entspannt bisher. Ja. Ach, das war lecker und vor allem extrem günstig. Wir haben jeder ein Hauptgericht gegessen, jeder ein Getränk und jeder ein Cappuccino. Und wir haben 20 Euro auf der Rechnung gehabt. Also das ist schon unschlagbar. Ja. Jetzt sind wir gestärkt, weiter geht's. Dass es in Italien beeindruckende Kirchen gibt, ist ja hinlänglich bekannt. Da ist Palermo definitiv keine Ausnahme. Wir waren hier gerade in der Kirche, deren Namen ich nicht weiß, aber wir blenden euch den hier unten ein. Denn den solltet ihr euch merken, nicht nur weil die Kirche absolut faszinierend von innen drin aussieht, sondern auch noch, weil sie ein verstecktes Geheimnis innehütet, nämlich eine Bäckerei, die betrieben wird, wenn ich das richtig verstanden habe, von den Ordensschwestern. Und die machen wahnsinnig leckere, ja, süße Desserts. Da haben wir gerade wieder auch ein Cannolo gegessen und uns auch noch ein ganzes Paket mit kleinen, feinen Süßigkeiten zusammengestellt und mitgenommen. Das ist absolut ein Tipp. Es geht hier durch so eine Seitentür rein. Man muss also nicht die richtige Tour durch die Kirche machen. Das kann man auch, kostet aber ein paar Euro Eintritt. Was ist auch lohnenswert. Aber man kann auch einen Seiteneingang nehmen, direkt zur Bäckerei. Absolut ein Tipp. Richtig, richtig lecker, richtig schön. Thank you.
Und jetzt sitzen wir am Wasser hier kurz vorm Sonnenuntergang. Was will man mehr? Und was ein Tag auch. Palermo hat uns richtig, richtig gut gefallen. Wir haben uns gerade schon ausgetauscht und haben gesagt, beide, dass ja, uns Palermo wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat. Es hat uns noch besser gefallen, als wir gedacht hätten. Ja. Ich kann jedem absolut nur einen Besuch empfehlen. Es ist eine total sehenswerte Stadt, perfekt für so, ja, so einen Tagesbesuch mindestens, würde ich mal sagen. Mhm. Also bis hierhin gefällt es uns wirklich extrem gut. Ja. Jetzt werden wir noch schauen, wie die Nacht ist. Und wir werden morgen früh noch zu einem Strand hier in einem Vorort fahren und uns den auch noch anschauen. Mhm. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal langsam zurück, damit wir noch vor Einbruch der kompletten Dunkelheit im Camper sind. Und dann melden wir uns morgen früh nochmal wieder. Ja. Und zack, da sind wir wieder. Ihr seht, wir stehen nicht mehr auf dem Stellplatz mitten in Palermo. Da sind wir heute Morgen weggefahren, nachdem wir eine wirklich extrem ruhige Nacht da hatten. Also wir können es wirklich, wirklich empfehlen. Der Stellplatz ist absolut zu empfehlen. Also klar, heute Morgen irgendwie sind da ein paar Autos vorbeigefahren, das hört man dann. Aber die Nacht war für die Lage wirklich extrem ruhig. Das war richtig, richtig cool. Wir sind jetzt trotzdem rausgefahren, denn wir haben von diesem Stellplatz hier gelesen. Der war jetzt nur so, ich glaube 25 Minuten sind wir gefahren. Wir sind hier in einem Vorort von Palermo in Mondello. Und hier haben wir bei Park4Night diesen Stellplatz gefunden. Das ist ja ein Bereich rund um den kleinen Hafen von Mondello, den man nur befahren darf, wenn man eine Eintrittsgebühr bezahlt. Mit dem Camper sind das 10 Euro für 24 Stunden. Das wird abkassiert am Eingang. Das scheint irgendwie so ein Privatbusiness zu sein. Aber das scheint hier so zu funktionieren. Wir haben den Platz gefunden, der hat super viele Bewertungen bei Park4Night. Hier kommen offensichtlich sehr gerne die Leute her für ihre erste Nacht, nachdem man mit der Fähre in Palermo angekommen ist, weil vom Fährhafen sind es irgendwie nur 15 oder 20 Minuten. Und hier steht man eben tatsächlich direkt am Meer. Also jetzt hier ist kein Sandstrand, sondern ein Felsen. Ja, man steht direkt am Wasser, auf so einer Wiese. Es gibt hier mehrere Haltebuchten, wo man parken kann. Die Straße, die ist sehr schmal und hat viele Schlaglöcher, das muss man wissen. Ja, schmal. Also man kommt ja auch mit einem Holiday hin, wenn man weiß, wie man fahren muss. Es ist mehr eine Sache von den Schlaglöchern, aber ja, wir fanden das relativ entspannt. Ja, und jetzt stehen wir hier, wir haben ja gerade schon in der Sonne gefrühstückt und haben sogar unsere Markise ausgefahren. Der Wind ist noch ein bisschen frisch, aber sobald man in der Sonne ist, ist es wirklich super, super warm. Also es ist ja schon wieder ein absoluter Traum. Und ein paar hundert Meter von hier, nämlich direkt vor Mondello, vor dem Ort, da soll auch ein sehr, sehr schöner Sandstrand sein. Wir haben den beim Vorbeifahren hierher schon so ein kleines bisschen sehen können. Aber ich habe mir gesagt, ich fahre da gleich mal mit dem Fahrrad rüber, denn auch da hinten ist ein riesiger, also so ein Berg, nennen wir es Berg, ein großer Felsen, ein großer Hügel. Und von da soll man einen sehr, sehr coolen Blick runter auf diesen gesamten Strand, auf diese Bucht haben. Noch besseren Blick hätte man sicherlich mit der Drohne, aber die darf man hier tatsächlich nicht fliegen lassen. In ja, fast überall auf Sizilien darf man sie steigen lassen, aber hier scheint irgendwie, ich weiß nicht, Naturschutzgebiet, es stand jetzt eine Erklärung nicht dabei, aber hier ist Drohne fliegen verboten und dann will ich mich da auch dran halten. Stattdessen fahre ich mit dem E-Bike gleich einmal da auf den Berg und nehme euch gerne mit.
Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns heute von euch. Palermo hat uns wirklich wahnsinnig gut gefallen. Hoffentlich konnten wir euch einen kleinen Eindruck der Stadt vermitteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wo es uns nächste Woche hin verschlägt und was wir hier auf Sizilien noch so erleben, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns aus Italien. Und damit wünschen wir euch einen schönen Tag, bleibt gesund und macht es gut. Ciao! Ich hab gedacht, dass du könntest so runtergehen, Treppen links hinter dem Auto. Was war das jetzt? Ah, okay. Kommst du? Instagram! Allerdings sieht es bei Palermo, wenn man jetzt auf Google Maps. Heute Morgen fing es dann so ein bisschen an mit irgendwie